Ronnie Biggs bei der Präsentation seiner Autobiografie im Jahr 2011. Sein letzter großer Auftritt in der Öffentlichkeit. Nun ist Biggs bekannt als ehemals meistgesuchter Räuber des britischen Königreichs im Alter von 84 Jahren gestorben. Biggs war einer der führenden Köpfe einer Bande, die 1963 einen Postzug von Glasgow nach London überfiel. Die Beute, die nie gefunden wurde, belief sich auf 2,6 Millionen Pfund. Damals ein Vermögen, das heute fast 50 Millionen Euro entspricht. Kurz nach dem Raub wurde Biggs verhaftet. Nach 15 Monaten im Gefängnis gelang ihm die Flucht. Er tauchte zunächst in Australien und später in Brasilien unter. Mehr als 35 Jahre nach der Tat stellte sich der damals bereits schwerkranke Biggs 2001 den Behörden. 2009 wurde er kurz vor seinem 80. Geburtstag entlassen, nachdem sich sein Gesundheitszustand dramatisch verschlechtert hatte.